Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sind ja mitten im Winter, jetzt im Januar wird wahrscheinlich das Video ausgestrahlt. Und ich mache natürlich weiter mit meiner Videoreihe. Es gibt viele Stimmen von euch, die richtig begeistert sind über diese Videos, über diesen Content, den ich euch vermittle. Es gibt auch viele, die sagen, ich mag lieber deine anderen Videos. Das ist so, das ist auch völlig okay. Deswegen mache ich auch noch andere Videos. Nicht ganz so viele jetzt im Winter. Das Wetter ist nicht danach. Es wird schon wieder dunkel draußen. Es ist, glaube ich, schon wieder dunkel. Ja, es ist schon wieder dunkel. Von daher geht es heute also um das nächste Thema. Und das Thema, was wir heute uns anschauen wollen, ist einfach das Thema Pflanzenwachstum. Warum wachsen Pflanzen? Wie ist überhaupt dieser grundlegende Wachstumsprozess? Das will ich so ganz an der Oberfläche mal ankratzen, hoffentlich nicht zu lang. Das Thema Pflanzenwachstum, was sind dann die entscheidenden Dinge? Einmal natürlich die Photosynthese, deswegen sind die Pflanzen grün, gerade die Gräser sind deswegen auch schön grün. Nährstoffe, ja, der Transport der Nährstoffe in die Pflanze, darum soll es heute gehen. Ja, also, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Steigen wir wieder ein in das Video. Ich werde meine Präsentation starten und ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Also, wir haben wieder umgeschaltet. Ihr seht mich jetzt wieder hier oben in der Ecke. Und ja, wir machen das Thema Pflanzenernährung. Und da müssen wir uns erstmal das Wachstum angucken, das Wachstum der Pflanze angucken. Und dann machen wir mal so ein kleines schönes Pflänzchen hier rein. Und dieses Pflänzchen soll sich entwickeln, sollen wachsen. Und die wesentlichen Dinge, die eine Pflanze für das Wachstum benötigt, ist Licht. In allererster Linie Licht. Licht, Licht, Licht. Pflanzen wachsen in Schattenbereichen nicht gut. Ich glaube, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigt hat. Übrigens, wer jetzt hier Bio-Leistungskurs hatte, der kann jetzt abschalten. Ich habe Mathe und Physik in der Schule gehabt. Deswegen Bio war überhaupt nicht meins und ich glaube, jeder, der hier in Bio ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, was ich heute hier erzähle, der kennt das, dem erzähle ich nichts Neues. Ist aber egal. Für mich war es tatsächlich alles mehr oder weniger neu in meinem Greenkeeper-Lehrgang. Ja, Luft brauchen wir natürlich, Sauerstoff und Kohlendioxid tatsächlich und das Wasser. Das sind die drei essentiellen Dinge, die eine Pflanze benötigt und wofür? Natürlich für die Photosynthese. Ihr habt alle gewusst, die Photosynthese ist der entscheidende Prozess in der Pflanze, im Chlorophyll. Entsteht dieser Prozess und ich habe mal hier diese so heiße Formel mal hier aufgeschrieben. Die kann ich bis heute nicht auswendig. Also, wir gucken uns jetzt mal kurz an. Also, wir haben dann erstmal Kohlendioxid. Und das ist schon das Spannende an der ganzen Geschichte. Pflanzen nehmen tatsächlich Kohlendioxid aus der Luft auf. Und ihr seht es hinten schon, geben Sauerstoff ab. Das ist ja schon mal richtig toll. Ne? Wir wollen ja Sauerstoff haben und wollen eher das Kohlendioxid, das CO2 reduzieren. Ja, dann brauchen wir Wasser. Das holt sich die Pflanze in der Regel aus dem Boden. Vielleicht auch ein bisschen über die Blätter, wenn es regnet. Und dann kommt schon der entscheidende Prozess der Photosynthese, nämlich die Energie der Sonne, das Licht, sorgt dafür, dass im Chlorophyll die Photosynthese ausgelöst wird und die Endprodukte sind dann, ganz vereinfacht dargestellt, die Endprodukte sind dann einmal die Kohlenhydrate, kennt jeder Kohlenhydrate, ne? Und eben wie gesagt der Sauerstoff. Und ja, und gerade diese Kohlenhydrate, das ist die Energie, die die Pflanze benötigt. Tatsächlich ist das in erster Linie Zucker. Und den Zucker brauchen wir, damit die Pflanze sich die Nährstoffe überhaupt beschaffen kann, damit sie genug Energie hat, die Nährstoffe aus dem Boden herauszuziehen. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Photosynthese. Ja, also, grüne Pflanzen leben vom Licht. Also wenn wir alle grün wären, ich habe mal so einen Science-Fiction-Comic gelesen, da gab es Menschen, die haben ihre Gene so manipuliert, dass sie allein vom Licht und der Luft leben konnten. Ja, das wäre eine gute Lösung für unsere Probleme. Nee, Spaß beiseite. Also, Pflanzen leben vom Licht. Die Photosynthese ist ein biochemischer Vorgang, der in der Pflanze erzeugt wird mit Hilfe des eben Chlorophylls. Dort wird die Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt. Und eins ist sehr interessant. Wenn man sich das
Molekül vom Chlorophyll mal anschaut, dann hat das im Kern tatsächlich ein Magnesium als Element. Tatsächlich ist das Magnesium, das Element Magnesium, ein zentraler Stoff für das Chlorophyll. Also wenn es Magnesiummangel gibt, dann kann die Pflanze kein Chlorophyll produzieren, dann haben wir schon mal ein Riesenproblem. Ja, gucken wir uns auf die Nährstoffe. Ich werde jetzt hier mal so ganz schnell, quick and dirty, euch die wichtigsten, nee, nicht die wichtigsten, alle Nährstoffe auflisten, die die Pflanze braucht. Tatsächlich ist das sehr, sehr ähnlich zum Menschen. Ja, die Hauptnährstoffe sind Stickstoff, Phosphor, Kalium, NPK. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, steht auf jedem Düngersack drauf, NPK. Das sind die Hauptnährstoffe. Dann gibt es die sogenannten Sekundärnährstoffe. Das ist das Magnesium in erster Linie, haben wir ja gerade gelernt. Warum? Der Schwefel und das Calcium. Dann gibt es die sogenannten Spurenelemente. Die werden in der Regel auch nicht gedüngt, nur so ja, an der einen oder anderen Stelle mal. Das Eisen ist schon mit dabei in vielen Düngern. Ja, was ist, haben wir da? Da haben wir Bor, da haben wir Chlor, Mangan, Eisen, Nickel, Kupfer, Zinn und Molybden. Das sind die Spurenährstoffe. Und dann gibt es natürlich noch die Basiselemente, die aus der Luft, aus dem Wasser kommen, nämlich der Wasserstoff, der Kohlenstoff und der Sauerstoff. Und das sind die 17 essentiellen Elemente, die wir benötigen, damit Pflanzen wachsen können. Gut, jetzt haben wir die ganzen Nährstoffe gesehen. Ich werde heute nicht tiefer auf die Nährstoffe eingehen. Das machen wir wahrscheinlich nächstes Mal. Wozu sind die Nährstoffe gut? Was bewirken sie in der Pflanze? Das ist auch schon wirklich sehr speziell. Eine Sache ist nur sehr wichtig und das finde ich wirklich auch sehr anschaulich hier. Und zwar das Minimumgesetz nach Liebig. Nach dem Justus von Liebig, der hat das herausbekommen. Das heißt nämlich ganz einfach, wenn ein einziger Nährstoff weniger als die anderen Nährstoffe verfügbar ist, dann bestimmt das das Wachstum der Pflanze. Das heißt, der Nährstoff, der ja am wenigsten im Boden vorhanden ist, bestimmt, ob eine Pflanze gut oder schlecht wächst. Erstmal grundsätzlich. Das heißt, hier, das Kalium an dieser Stelle ist hier so diese Tonne, die der Liebig sich überlegt hat, mit den ganzen Nährstoffen. Das Kalium hier ist am wenigsten vorhanden. Und weiter kann halt eben dann das Wachstum nicht gefördert werden, als bis zu der Stelle, wo jetzt hier zum Beispiel das Kalium gerade steht. Also der am geringsten verfügbare Nährstoff bestimmt das Wachstum einer Pflanze. Das ist das Minimumgesetz nach Liebig. Das heißt, wir müssen halt schon wirklich darauf achten, dass gerade die wichtigen Nährstoffe auch tatsächlich die Mikronährstoffe in ausreichender Form im Boden vorhanden sind. Ja, gut. Ja, jetzt schauen wir uns den Transport an. Wir haben also im Boden die ganzen Nährstoffe drin. Und wie kommen denn nun diese Nährstoffe eigentlich in die Pflanze hinein? Ja, wir haben gelernt, haben wir gerade gemacht, Blätter, ne, erzeugen Kohlenhydrate, nämlich Zucker, durch die Photosynthese. Und die Wurzeln, natürlich die Wurzeln, nehmen nun Wasser auf und damit auch die Mineralstoffe auf. Und wie kommt das jetzt überhaupt zustande? Auf der einen Seite können tatsächlich die Wurzeln das Wasser aus dem Boden heraussaugen und mit dem sogenannten Wurzeldruck in die Pflanze hineindrücken. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Sogeffekt, eine Sogwirkung. Denn, wir haben es vielleicht schon mal irgendwo erwähnt, die Blätter transpirieren, die schwitzen. Oben am Blatt wird über die kleinen Blattöffnungen, die sogenannten Spaltöffnungen oder Stomata, wird das Wasser wieder an die Umwelt abgegeben. Es bleibt ja nur 1% des gesamten Wassers in der Pflanze drin. 99% geht nur durch die Pflanze durch und verdunstet an den Blättern und dadurch entsteht eine Sogwirkung, dadurch wird das Wasser halt aus dem Boden über die Wurzeln in das Blatt gefördert. Einmal eben durch den Wurzeldruck, dann durch die Sogwirkung, durch die Transpiration, durch die Verdunstung am Blatt. Und das Letzte ist die sogenannte Kapillarwirkung. Also in ganz
feinen, in ganz feinen Röhrchen steigt auch das Wasser durch die sogenannte Kapillarwirkung von selber auf. Habe ich aber jetzt nicht mit reingenommen. Wichtig sind eigentlich diese beiden Mechanismen, die das Wasser aus dem Boden herausziehen und damit eben auch die Mineralstoffe. Ja, aber, so, ja, so, genau. Und das Xylem, es gibt also zwei Kanalsysteme, kann man sagen, in der Pflanze. Einmal das Xylem, nur was man gehört hat, ein schönes Fachwort, transportiert eben das Wasser aus den Wurzeln zu den Blättern. Und wiederum brauchen natürlich die Wurzeln die Energie, die oben in den Blättern gebildet werden. Und deshalb liefert die Pflanze über das sogenannte Phloem den Zucker zu den Wurzeln. Die Energie, damit die Pflanze überhaupt arbeiten kann, damit die Wurzeln arbeiten können. Deshalb wird der Zucker von oben nach unten transportiert über ein zweites Röhrensystem, sage ich es mal ganz vereinfacht, nämlich das Phloem, damit unten die Wurzeln Kraft haben, um die Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen. Ja, was ihr vielleicht schon eben ganz am Anfang verstanden habt, wir haben ja gelernt, dass die Blätter CO2 aus der Luft aufnehmen und Sauerstoff abgeben. Die Wurzeln geben CO2 ab, nehmen Sauerstoff auf. Dieser Sauerstoff muss in den Boden rein. Stichwort, ihr kennt es jetzt alle, Stichwort Lüftung, Durchlüftung, Luftdurchlässigkeit des Bodens. Das ist einer der entscheidenden Faktoren für den Gasaustausch, damit eben beide Pflanzenteile, oben der Spross, oben das Blattwerk und unten das Wurzelwerk, gut mit den entsprechenden Elementen versorgt wird. So, das soll es gewesen sein. Relativ kurzes Video, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Es gibt eine wunderbare Literatur, und zwar von dem Industrieverband Agrar. Das ist ein PDF. Wenn ihr euch mit dem Thema Ernährung, Pflanzenwachstum etwas ausführlicher beschäftigen wollt, dann kann ich dieses wirklich tolle PDF vom Industrieverband Agrar empfehlen. Völlig kostenlos, ist echt, glaube ich, 66 Seiten oder sowas dick. Ganz toll erklärt, ich sage mal auch wirklich für Schüler, echt super, auch für uns, die sich vielleicht tatsächlich mal wieder mit sowas beschäftigen wollen. Super tolles Werk und das war's. Das war's. Damit sind wir durch mit dem Thema Pflanzenernährung. Im nächsten Step geht es dann tatsächlich nochmal genauer um die Nährstoffe, um dann auch die Düngerarten, auch um die Nährstoffumsetzung nochmal im Boden ein bisschen genauer. Und dann im übernächsten Video geht es um das Thema Bodenanalyse und Düngerplan. Ja, und da steht dann so ein bisschen auch schon der Frühling ins Haus. Und dann können wir uns mal auf die Saison vorbereiten und dann Düngerplan schmieden. Ich werde auch meinen Düngerplan hoffentlich, da schaffe ich das auch, überarbeiten bis zu dem Video, sodass es ein Update gibt mit den ganzen Erkenntnissen aus meiner Ausbildung. Werde ich den Düngerplan höchstwahrscheinlich ein bisschen anpassen und dann könnt ihr, wenn ihr ihn schon gekauft habt, einfach die neue Version euch runterladen oder die daran interessiert sind, die könnt ihr das Ding dann kaufen. Das wird auch wieder so ein Frühjahrsangebot geben. Ja, soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!